Hey, ich bin Mohamed Harkus, auch Moorba genannt. Herzlich willkommen zu der PlayStation Academy. Hier gibt es exklusive Tutorials, Einblicke ins tägliche Leben eines Pros und coole Turniere mit sehr, sehr guten Preisen. Ich habe schon immer eigentlich PlayStation gespielt, mit PlayStation 1 angefangen. PlayStation 1 war meine erste Konsole und hatte dann bis PlayStation 5 habe ich alle Konsolen immer noch zu Hause. Ich habe am meisten natürlich Fußballspiele gespielt, weil ich mein Leben lang immer ein bisschen Fußball verfolgt bin. Selbst wenn ich, von der Schule gekommen bin, habe ich gezockt, dann war ich im Training, dann habe ich abends Fußball geguckt, YouTube-Videos geguckt vom Fußball. Also ich wollte immer was zu tun haben mit Fußball. Damals war ja mein Gedanke, nicht mal kompetitiv zu spielen und einfach Spaß dran haben. Mein allererstes Turnier war ein lokales Turnier, wirklich 10 Minuten von meiner Wohnung entfernt. Das habe ich in meinem Plakat in einem Baum stand, das dort, da haben die dafür geworben. Da musste man, glaube ich, 20 Euro setzen und man konnte am Ende eine PlayStation 4 gewinnen. Das allererste Turnier habe ich dann, glaube ich, jedes Spiel auch gewonnen. Ich kam halt dahin als junger Typ, keiner kannte mich. Im Finale habe ich dann 2-0 verloren, war sehr schade, habe mich echt aufgeregt. Und hab dann einen Monat später nochmal teilgenommen im gleichen Turnier und habe viel trainiert. Habe, glaube ich, jedes Spiel 6-0 gewonnen. Da waren auch meine Gegner, weiß nicht, damals Poldi 10, da waren Profis dabei von FC Köln und so. Und ich wusste gar nicht, dass die Profis sind. Und habe dann am Ende auch das Turnier sehr souverän gewonnen und dann die PlayStation 4 nach Hause genommen. Und dann hatte ich auch eine PlayStation 4 zu Hause, habe dann angefangen, mit der neuen Konsole zu spielen zu Beginn. War auch ganz cool. Ja, nachdem ich dann das Turnier gewonnen habe, dieses lokale Turnier, kamen dann die Profis, die im Turnier da waren, auf mich zu und meinten, ja, du kannst voll viel machen, es gibt professionelle FIFA-Spieler, du kannst dir Teams suchen. Und dann bin ich auch mit Dr. Hahn in Kontakt geblieben, habe seine Streams geguckt und dadurch habe ich dann ein paar Online-Plattformen, auch ein paar Turniere gespielt. Und dann kamen auch kleinere Organisationen auf mich zu, haben gefragt, ob ich Interesse habe, dazu zu stoßen. Das waren kleine Clans, da hat man noch kein Geld verdient. Das war einfach nur so, dass man dazugehört, dass man Trainingspartner hat. Dann habe ich auch meine erste deutsche Meisterschaft gewonnen, 2 Monate später. Ja, wurde man ja auch, hat man ja immer mehr Turniere gewonnen und immer größere Vereine kamen zu, bis dann auch ein Bundesliga-Verein mit Werder Bremen oder halt jetzt Fokusland. Zeit, wo man dann den ersten Vertrag bekommen hat, wirklich als Pro, ist natürlich immer ein bisschen komisch, weil du hast dann auch 1, 2, 3 Verpflichtungen. Da musst du erstmal deine Familie überzeugen. Man musste halt wirklich viel aufpassen auch, ne? Also es ist auch für junge Spieler schwierig, weil es wird halt immer jünger. Und ich habe halt auch mein Abitur gleichzeitig geschrieben in den ersten 2 Jahren. Und da musste ich halt meinen Eltern versprechen, dass ich Full Fokus auf die Schule mache und nebenbei halt FIFA mache. Da habe ich ein bisschen kleiner gemacht. Also FIFA nicht so professionell gespielt, wie ich konnte, weil Schule ist natürlich auch wichtig, weil man weiß nie, ob es klappt oder nicht. Und dann habe ich meine Schule beendet, Abitur, und dann habe ich auch meinen ersten größeren Vertrag unterschrieben und habe dann Vollzeit direkt nach dem Abitur FIFA gespielt. Nebenbei auch noch eine WM teilgenommen, also es war auch eine coole Zeit wirklich. Also Abitur geschrieben, eine Woche später war ich irgendwo in Los Angeles, da musste ich wieder zurück, um die Noten zu bekommen, und dann bin ich wieder nach München geflogen für eine WM. Also es ist wirklich eine coole Zeit als Abiturient sozusagen. Ja, man muss sagen, es war nicht so einfach, wie ich dachte, wirklich beides unterzubringen, weil ich wollte halt wirklich auch in meinen ersten 2 Jahren so als Profi, wollte ich so gut sein wie möglich, aber konnte halt nicht so viel spielen wie andere. Die hatten halt natürlich einen Vorteil. Ich habe dann wirklich 1, 2 Stunden pro Tag nur gespielt, wollte die dann gut nutzen. Habe dann die Schule geschafft, auch wirklich mit Hilfe von der Schule. Also am ersten Tag bin ich dann da hingegangen in der 11. Klasse und da kam direkt der Schulleiter zu mir und hat gesagt, ja, ich weiß, was du machst, ich habe über dich gelesen, und hat mir auch viel geholfen, wirklich. Wenn ich mal irgendwo ein Turnier hatte, wenn es weit weg war, irgendwo in Amerika oder so, dann habe ich da auch 1, 2 Tage frei bekommen von der Schule. Also da so wurde mir, also die haben mir da wirklich geholfen, dass ich das irgendwie beides unterbringe. War auch ganz cool. Oder wenn er mal gesehen hat, dass ich Sonntagsturnier habe, hat der mir auch einfach mal die ersten meine Stunden freigegeben, dass ich dann später zu Hause mache, musste das dann nachliefern. Also mir wurde in der Schule auch viel geholfen und habe dann wirklich alles untergebracht. Ich wurde sogar in der Zeit 2-mal deutscher Meister, habe mein Abitur geschafft, habe nebenbei noch Fußball gespielt. War auf jeden Fall keine langweilige Zeit. PlayStation.
Song.